Hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Nachdem der letzte Part nicht so erfolgreich war, ich meine, wir haben immerhin zweimal Informationen herausfinden können, aber wir mussten auch eine Menge Wachen töten und vor einer Menge Wachen fliehen. Ich dachte mir, jetzt fangen wir mal mit einer ruhigeren Belauschaktion an, oder? Was haltet ihr davon? Mal wieder ein bisschen was, wo man nicht so viel aufpassen muss. Da habe ich die Bank auch schon gesehen. Halt die Klappe, du Olle. Nee, das war so nicht geplant. So rum. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Aber ich brauche doch Geld. Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke. Flüsternd und intrigierend. Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt. Verfluchte Assassinen. Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns. Findet ihr das amüsant? Tatsächlich? Nun lacht, solange ihr könnt. Verdoppelt die Wachen. Welche? Na, alle! Wir haben nicht genug Männer. Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss. Ihr habt also mitbekommen. Die sind krass paranoid mittlerweile. Siebrand versteckt sich im Ach was, das hast du da jetzt herausgefunden? Da war doch wohl ein bisschen mehr zu hören, oder? Das wissen wir doch schon, dass der Typ im Hafen ist. Oh, die Nachforschungen sind schon beendet. Nö, wir machen die Eskorte trotzdem noch einfach, um noch ein paar... Ach, fickt euch doch alle, um noch ein paar Informationen zu sammeln. Er scheint vor etwas zu fliehen. Ja, man kann jetzt natürlich das Attentat beginnen, man muss aber nicht, ne? Man kann also so viele Infomissionen machen, wie man gerne möchte. Und die eine machen wir jetzt noch. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal von den Dächern runter. Das erscheint mir im Moment wirklich nach die bessere Lösung zu sein. Ihr, ja ihr. Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge, ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig. Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Ein Glück ist das Stadttor nicht so weit entfernt von hier. Wo ja, seht ihr, das sind hier die paar Häuserblocks. Aber wahrscheinlich werden hier genug Wachen auf uns treffen. Egal, wir machen alles platt, was sich uns in den Weg stellt. Immer so ein bisschen... Wisst ihr, das ist jetzt so eine Mission, jetzt müssen wir kämpfen. In allen vorherigen Missionen sollen wir immer schön heimlich sein, aber hier ist ja nicht mit heimlich. Seht ihr, da rennen die auf uns zu und wir müssen hier ganz offen die alle umbringen. Ist ja nicht so, als würde das keine Aufmerksamkeit erregen, nicht wahr? Nachdem die beiden Wachen bei dem Belauschen gerade schon so paranoid sind, schüren wir das ja jetzt nur noch damit. Ey, das war nicht fair. Nur ich darf kontern. Na, ich muss gerade mal den Sound auf meinen Ohren ein bisschen leiser drehen, weil sonst schreie ich automatisch so. Das will ich ja nicht, will ich euch ja nicht antun. Wer hat das getan, kommt jetzt gleich wieder. Oder das. Wo ist der Kerl, der das verantwortet hat? So, wo kommen die nächsten Wachen? Ja, bei diesen Typen hier mit ihren Wurfmessern, ne, das Wichtige hier ist, dass man die verprügeln muss. Also wenn man die einfach tötet, bekommt man nichts von denen. Man muss jetzt wirklich mit der Faust niederschlagen. So, willst du auch noch was? Nö, ich lass dich jetzt nicht laufen. Okay, ich lass dich laufen. Ja, eigentlich lasse ich ungern Wachen laufen, weil die könnten ja ihren Kollegen Bescheid sagen, nicht wahr? So, da sind wir schon am Stadttor. Aber irgendwie vermute ich, dass eine Ladung Wachen noch kommt. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mal Geld, kleine Münzen. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Ja, aber kriegst du nichts von mir. Habe ich im letzten Part schon erklärt, warum das nicht geht. Weil wir hier keine Währung haben, du blöde Kuh. Oh. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Nun, weg mit dir.
So, Karte mit den Positionen von Siebrands Wachen. Schön, dass uns diese scheiß Karten immer noch nie weit gebracht haben, oder? So, jetzt auf schnellstem Wege zurück zum Büro. Egal, ob wir hier Wachen auf den Dächern haben oder nicht. Hauptsache erstmal Richtung Büro und dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir flüchten. Sollen wir noch eine Bürgerrettungsmission machen? Ach ja, komm. Mal gucken, wie viele Wachen da jetzt wieder dazukommen. Jetzt sind wir schon bei 6 Stück. Okay, ihr seht, wir haben wieder die halbe Stadt gegen uns. Es ist immer so ein bisschen blöd mit den Bürgerrettungen, weil, ist ja klar, wir haben hier eine Menge patrouillierende Wachen jetzt, allein weil die alle so misstrauisch sind. Und wenn wir dann auch noch von uns aus eine Gruppe Wachen angreifen, das hilft uns nicht, ne? Ja, die können auch kontern, wie gesagt. Aber wenn er die auch alle immer nur umboxt, dann bringt uns das nicht so viel. So läuft das. Die Typen mit den dicken Helmen sehen ein bisschen aus wie Templer, sind aber keine. Und er bleibt übrig. Kriegt man den? Sehr schön. Gut, dass ihr gerade vorbeikamen. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich gehe schon mal ein bisschen weg hier, bevor die wieder die ganzen Leichen entdecken. So, 4 von 12. Ja, als wenn ich das alles machen würde. Aber wir haben bald schon wieder einen neuen Lebensabschnitt dazu bekommen. Nur noch 3 Missionen. Dazu gehören ja auch die Bürgerrettungen, die Aussichtspunkte und auch die Informationsbeschaffungsmissionen. Jetzt gucken wir erstmal, was man uns zu sagen hat. Ich meine, das Attentat durchführen dürfen wir. Wir haben ja genügend Informationen. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ich bin mal gespannt, ob das in diesem Part, ob wir das hinkriegen. Ich meine, klar kriegen wir das hin, ne? Aber ich meine, wie schön wir das hinkriegen. Seid gegrüßt, alter ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ja, das habe ich bereits herausgefunden. Und mehr. Fort. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Das bin ich immer. Altair. Ja, Rafik? Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich selbst über unser Glaubensbekenntnis. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Geht in Frieden. Gut. Dann müssen wir uns noch ein bisschen ausruhen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Siebrand wird sich auf sein Schiff zurückziehen. Das ist der Zeitpunkt für den Anschlag. Okay. Ist jetzt quasi unser drittletztes Attentatsopfer, oder? Ah, warte, wir nehmen kurz den Aussichtspunkt hier mit, wenn er schon auf dem Weg liegt. Gut. Ach, das ist wieder dieser dicke Turm hier. Nee, das ist nicht der Turm. Ich glaube, das war der, den wir am Anfang vom letzten Part gemacht haben. Ich meine, klar, wenn plötzlich alle von deinen Freunden getötet werden, ne? Als Templer, also, oder alle von deinen Verbündeten, wie auch immer man die jetzt nennt. Ist klar, dass man dann misstrauisch wird und ein bisschen paranoid. Weil dann muss ja der Assassine irgendwann auch auf einen selbst aufmerksam werden.
Hier stehen echt eine Menge Flaggen rum, merke ich gerade. Haben wir schon 10 Stück, guck mal an. Das muss ich gerade mal... Das hier ist der Aussichtspunkt, okay. Nein, ich wollte eigentlich in den Heuhaufen, macht aber gar nichts. So, da können wir hoch. Ja, hier unten theoretisch dürfte hier keine Patrouille mehr sein, weil wir haben ja alles kaputt gemacht da unten. Ja, ich gehe mal auf die andere Seite, damit du mich in Ruhe lässt. Wo auch immer der... Ach, da steht er. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, wo auch immer er steht, aber... Wie viele Aussichtspunkte haben wir denn jetzt schon? Fünf von neun im Bürgerviertel. Wie gesagt, die Aussichtspunkte, verspreche ich euch, die machen wir alle. Jetzt müssen wir erstmal in den Hafen kommen, unentdeckt. Das wäre in den Abteil 2 alles kein Problem mehr, weil wir da schwimmen können. Aber hier ist es noch nicht so toll. Soll ich es probieren? Mal gucken, ob die mich sehen. Hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Einfach über die drüber gehüpft. Ihr seht schon, hier ist echt viel los. Ich bewege mich jetzt hier einfach mal über die Schiffe. Und hier stehen dann noch die wenigsten Wachen rum. Da haben wir allerdings eine Patrouille. Und da ist einer von den Besoffenen, ihr seht es schon. So, jetzt wenn die nach hinten laufen, jetzt gehen wir rüber. Und dort haben wir die Erinnerung. Na dann, sprich. Passiert heute noch was? Dankeschön. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig. Ein bisschen. Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Das war vielleicht ein Fehler. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Du bist ja ein ganz schön taffer Mistkerl, mein Freund. Trotzdem befürchte ich, dass du keine Chance gegen uns hast. Er sitzt hier auf seinem Boot. Seht ihr ihn? Und er fährt, glaube ich, nach dort hinten auf eins der großen Boote. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. So, von denen sollten wir uns am besten fernhalten. Ganz, ganz wichtig. Dort haben wir eine patrouillierende Wache und die geht auf diesen Steg.
einmal entfliehen. Ich frage mich jetzt gerade, ob dort links auch Wachen kommen. Ich gehe einfach mal hier nach unten auf dieses Schiff. Ich rette hier jetzt bestimmt keinen Bürger. So, sehen die mich, wenn ich jetzt hier nach drüben springe? Ich will kein Risiko eingehen. Das soll einigermaßen gut klappen hier. So, wir müssen uns allerdings stark vor diesen Betrunkenen in Acht nehmen. Zack. Denn ihr wisst schon, die schubsen uns und dann fliegt unsere Tarnung auf. Ja, hier müssen wir ja gar nicht untergetaucht rumlaufen. So, schnell ausweichen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Steg, weil hier laufen keine Wachpatrouillen rum. Allerdings, dort oben haben wir auch überall Bogenschützen. Allerdings mit ungezogenen Waffen. Also theoretisch dürfte das nur ein gelbes Auge sein, wenn wir in ihre Quere kommen. Nein! Hier ist das nächste Problem, wenn die uns ins Wasser schmeißen, sind wir tot. Denn wir können nicht schwimmen. So, ich versuche jetzt mal hier hinten über die Schiffe auf dieses große Schiff zu kommen, weil er sich dort versteckt hält. Ah, es sind doch rote Augen. Ach, das ist ja praktisch. Okay. Da ist ein Betrunkener, an dem müssen wir irgendwie vorbeikommen. Dort. Oh, ich befürchte, dort oben ist auch eine Wache, nicht wahr? Komm. Kein Scheiß machen jetzt. Das soll jetzt mal endlich ein bisschen klappen hier. So, hier kann er mich nicht mehr sehen. Die hätten wir also umgangen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir an das Schiff herangehen, solange hier mal keiner hinguckt. Ja, war klar, aber jetzt holen wir ihn uns. Der wird nämlich vermutlich flüchten. Wir kriegen den. Komm, Alter, ihr nicht so blöd rumspasten hier. Nein, 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 nein. Komm, wir haben ihn. Sehr gut. Na, das hat doch einigermaßen gut geklappt. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen. Unterwerft Städte. Tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Das war's dann wohl. So, jetzt sollten wir uns noch irgendwie aus dem Staub machen. Das hatte ich zwar so nicht geplant. Ach so, das ist ein Holoturm. Jo, gut, okay. Wieso rennst du denn vor mir weg? Jetzt müssten wir es nur schaffen, hier irgendwie heile rauszukommen, aber ich glaube, das müsste das geringste Problem sein, oder? Ja, er tut mal wieder niemals das, was ich von ihm möchte. Zumindest sind wir schon mal aus dem Hafen raus. Na, da haben wir eine Leiter, ab nach oben. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass man sich auf den Dächern besser verstecken kann als unten. Bitte, 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 lass es klappen. Rein, danke. Okay, Stadtalarm ist natürlich ausgelöst, aber wir wurden ja ohnehin schon fast von jeder Wache gesucht hier. Ja, man muss dazu sagen, das, was er gerade gesagt hat, ne, was die Templer mehr oder weniger vorhaben. Ich kann in gewissen Punkten, stimme ich mit denen da überein.
Er sagte ja gerade, sie möchten das Land vom Glauben befreien. Und das ist so ein Punkt, da wäre ich vollkommen dafür. Gerade jetzt zu Zeiten, wo es überall Bürgerkrieg gibt, hier mit der ganzen ISIS-Gruppe und diesem ganzen Quatsch. Ich bin mir zu 99,99% sicher, dass wir sämtliche Kriege oder fast alle Kriege auf dieser Welt vermeiden könnten, wenn wir die Religion abschaffen. Denn fast alle Kriege werden dadurch hervorgerufen, entweder durch Glauben, dadurch, dass die eine Nation der anderen ihren Glauben aufzwingen möchte, oder durch Neid, weil die einen irgendwas haben, was die anderen mehr haben. Aber man kann den Menschen die Religion einfach nicht wegnehmen, weil das ist so ein... Wie hast du mich jetzt gesehen, du Kanacke? Weil die Menschen brauchen nun mal was, woran sie glauben können. Und sobald es verschiedene Glaubensrichtungen gibt, wird es immer Kriege deswegen geben. Naja. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Oh ja. Seid ihr wohl auf, mein Freund? Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber habt Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Irgendwelche Antworten kann er uns bestimmt geben. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Ihr seht schon, es wird hier langsam richtig brenzlig mit der Story. Wir haben noch ein reguläres Attentat vor uns. Ich meine, es wäre Jerusalem gewesen und danach geht's richtig ab. Zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir wieder einen Templer aus der Welt radiert haben. So, natürlich spulen wir die Erinnerung nach Masyaf wieder vor. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Ja, Gebäude können auch zur Orientierung in einer Stadt genutzt werden. Und vom Bogenschützen abgeknallt zu werden. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer? Jubair und Siebrand. Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja. Um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt.
Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ir. Und Robert de Sable ist es ja, auf den wir es letztendlich abgesehen haben. Er ist ja, wie man irgendwie hier heraus schmecken kann, der Anführer der Templer in Teil 1. So, das dürfte unser... Wir müssten jetzt Schwertmeister mit dem Kurzschwert... Ja, Kurzschwertmeister, genau. Haben dadurch ein wunderschönes Kurzschwert bekommen, welches wir auch im Intro schon hatten. Jetzt sind wir... Ja, Rang 8. Also wir sind quasi wieder der Meisterassassine, der wir waren, hat er ja gerade auch gesagt. Unser Rang ist wieder hergestellt. Ich finde das alles unglaublich faszinierend, was man sich hier ausgedacht hat mit diesem Tempel und Assassinen hin und her. Und ich war mit der Weltansicht und der Templer, dass die Templer die Illusion, oder nee, wir müssen nach Damaskus, die Illusion verwenden möchten, um die Menschen so zu regieren, wie sie es für richtig halten. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Und um quasi ihre Ziele zu erreichen, um eine Welt zu erschaffen, die in ihren Augen perfekt ist. Und die Assassinen wollen einfach nur, dass jeder so lebt, wie er möchte. So, Damaskus. Im nächsten Part natürlich. Wir haben schon fast eine halbe Stunde wieder voll. Dann besuchen wir auch hier das Bürgerviertel. Hoffentlich wird das nicht ganz so krass. Aber ich glaub's, ehrlich gesagt schon. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß dran hattet, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ein paar nette Kommentare da. Gerne auch Kritik, wenn es euch beliebt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Part von Assassin's Creed wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Macht es gut. Tschüss.